Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich werde heute die Ecke hinten, das Stück hier, da fehlt auch noch eine Ecke. Aber ansonsten ist das Bild echt schon ziemlich weit. Ich kann es dir ja mal zeigen. Also es geht hier noch, die Ecke. Und dann hier schon das hier und da, also hier ist schon das Ende und das Stück fehlt hier noch zum Teil und hier unten ist alles schon fertig. Der Dino ist, es raschelt gerade, tut mir leid. Der Dino ist hier auch so ziemlich fertig, aber ich mache jetzt erstmal hier hinten die Ecke und dann werde ich mal sehen, was als nächstes kommt, weil irgendwann muss das Bild ja mal fertig werden. Das wollte ich irgendwie schon länger fertig haben. Aber wie das immer so ist, das Leben kam dazwischen. Also ich habe mal hier schon mal ein paar Steine zurechtgelegt. Ich werde das vielleicht im Schnelldurchlauf machen. Ich painte jetzt übrigens immer mehr mit einem, was ist das, dreifach Aufsätze? Also dreifach geht gerade noch. Mehr habe ich jetzt in letzter Zeit nicht probiert. Aber drei finde ich gut. Geht natürlich bedeutend schneller, als wenn ich alles einzeln mache. Aber so habe ich am Anfang angefangen. Also ich war das irgendwie mit dem Aufsätze. Ich habe das nie so richtig hingekriegt. Aber mittlerweile macht sich das ganz gut. Wenn hier mal ein Steinchen schief ist, dann rücke ich das einfach gerade. Und davon mal abgesehen, das fällt am Ende bei dem Bild sowieso nicht auf. Also, weil ich weiß, manche sind da ganz penibel und jeder Stein muss kerzengerade sein. Also ich habe ja nur schon ein paar Bilder gepaintet. Und gerade die ersten Bilder, die werden sowieso nicht so genau. Ich sehe da keinen Unterschied. Das Einzige, wo es auffällt, wenn man jetzt ein relativ kleines Bild hat, bilde ich mir zumindest ein. Ups. So kann man natürlich auch painten, die man erstmal weghaut. Bei einem relativ kleinen Bild finde ich, fällt das eher auf, aber ich meine, die kleinen Bilder haben sowieso ihre Tücke, weil man das Motiv erst erkennt, wenn man weit genug weg ist. Ich habe auch mal so ein kleines Bild bestellt. Ich weiß noch nicht mehr wo. Irgendein Shop. Weil ich eben wissen wollte, ob es wirklich Sinn macht, große Bilder zu machen. Man hört viel von anderen hier, ja, und nur große Bilder wären schön. Was heißt schön? Schön, wenn die Kleinen auch mal erkennt sich, wenn man weit genug weg ist. Aber es ist stimmt wirklich. Und dann habe ich mir eben nur große Bilder gekauft und die dauern natürlich dementsprechend lange. Aber macht ja nichts. Stein für Stein. Das ist wie beim Stempeln. Stempel für Stempel, Farbe für Farbe. Ich mache das auch wie bei meinen anderen Hobbys. Ich gehe hier nicht ran. Oh Gott, das muss ich jetzt sofort fertig bekommen. Gut, wenn es mal eine Terminsache ist. Wie jetzt hatte ich mal, also zu Weihnachten, wollte ich eigentlich für meine Mutti noch was klüppeln. Und wie das wieder mal so ist, es fiel mir erst kurz vorher ein. Was heißt kurz vorher, ist auch nicht richtig. Es fiel mir schon ein paar Wochen vor Weihnachten ein. Aber dadurch, dass ich dann krank war, hat sich das natürlich alles immer weiter in die Länge verschoben. Und dann habe ich angefangen und habe aber schon befürchtet, dass ich es nicht mehr schaffen werde. Ich hätte es geschafft, wenn ich zum Jahreswechsel oder kurz vor Weihnachten viel mehr Produkte vom alten Shop in den neuen Shop gekommen wären, dann hätte ich das wirklich noch geschafft, weil ich hatte nämlich den Klöppelsack mitgenommen zu meiner Mutti und da wollte ich noch klöppeln. Also ich hätte es geschafft, aber gut. Hätte. Nützt nichts, ich habe es nicht geschafft. Und das war dann so ein Punkt, also da tue ich da wirklich auch schon
so ein bisschen, ja, das muss jetzt unbedingt fertig werden. Aber die andere Seite ist, ich habe dann auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was Priorität ist. Und ich kann dann auch sehr gut mich von den anderen trennen und dann eben mich nur noch auf das Projekt, was eben jetzt wirklich Priorität hat, konzentrieren. Und dann passiert es natürlich auch, dass ich da so, wie lange habe ich in der Zeit gearbeitet? Ja, so 16 Stunden, 18. Also ich habe dann wirklich nur noch an dem Job gearbeitet. Ich meine, ich hatte ja meine Helferlein, aber im Endeffekt die ganzen Feineinstellungen, ja, die musste ich machen. Aber mein Admin hat auch viel mitgeholfen. Der hat, also sonst wäre das auch nicht alles so schnell geworden. Und dann ging ja der Shop relativ schnell online. Also wir hatten am, das war kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, hat man die Meldung bekommen von der Agentur, dass jetzt die Bilder alle übertragen sind. 22. Ja, ich glaube so 21., 22. Und das hieß dann natürlich, alles nochmal angucken. Alles nochmal drüber gucken, ob die Produkte alle richtig sind. Und die mussten natürlich, oder da eigentlich alle, ne, alle Produkte mussten nochmal überarbeitet werden. Und das war so ein bisschen dann die Kernaufgabe, weil bei dem, dadurch, dass das ja ein neuer Shop ist, mit einer neuen URL, also vorher hieß es ja bastelshop.many.de und jetzt heißt es nur manysbastelshop.de, ist es natürlich so, wenn dann von dem alten Shop irgendwo Links sind, egal ob ich die verlinkt habe, ob du die gespeichert hast, du wirst auf den neuen weitergeleitet, aber das ist dann so, du rufst den mit der alten URL auf, also bastelshop.many.de, und wir haben eine Weiterleitung drin und kommst dann auf den neuen Shop. Aber du kommst nicht auf das Produkt, was du angeklickt hast. Also wenn du da ein Produkt angeklickt hast, mal wenn du die Seite bloß bei dir in Favoriten gespeichert hast, ist es ja egal. Aber ich habe ja viele Links, oder gerade am Anfang habe ich eben die Produkte, weil der Shop schon so das ein oder andere Ding nicht hat, was wir jetzt eben alles haben, habe ich eben dann die Produkte bei jedem einzelnen Produkt miteinander verlinkt. Das habe ich dann irgendwann im Laufe der Zeit gelassen, weil das dann echt zu viele Produkte waren, die dann da sind. Und jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich das dann irgendwann gelassen, weil so habe ich dann natürlich schon die Bearbeitung der Produkte viel schneller machen können, als eben, wenn dann überall noch Links sind. Weil du musstest dann den Link löschen, dann musstest du natürlich auf die Formatierung achten, dann musstest du speichern. Dann ist jetzt so bei dem neuen Shop, können wir viel mehr Details angeben. Das musste natürlich dann auch alles noch gemacht werden. Die Produkte dann wieder untereinander verlinken, das kann man jetzt auch anders lösen, als ich das vorher gemacht habe, aber es musste eben alles eingestellt werden. Und von der Seite her war ich schon froh, dass ich eben das Ganze im alten Shop dann irgendwann nicht mehr gemacht habe. Für dich als Kunde war es natürlich blöd, weil du immer suchen musstest, aber naja, ich wusste ja auch irgendwann im Laufe der Zeit, dass wir im neuen Shop haben werden. Also wir haben da jetzt wirklich viele, viele Monate dran gesessen und dran gearbeitet und getüftelt und probiert und gemacht. Ich meine, wenn man von einem Shop-Anbieter zu einem anderen wechselt, ist das schon echt eine Hausnummer. Also ich habe mir ehrlich gesagt das nicht als so viel Arbeit vorgestellt, wie es dann letzten Endes war. Also ich habe auch schon die Frage bekommen, weil es haben ja nur einige mitbekommen, gerade meine Familie hat mitbekommen, dass mir nicht alles geklappt hat. Ne? Also gerade am Anfang ist, wo das dann die Idee aufgekommen ist, okay, es muss ein neuer Shop her, wir haben bei dem alten einfach unsere Grenzen erreicht, war schon schnell klar, welcher Anbieter, es war auch schnell klar, welches Template, das hatte ich alles ausgesucht, das war... Mein Admin war damals überhaupt nicht begeistert, wo ich das ausgesucht habe. Aber ich wollte eben auch keinen so einen Standard, was da jeder hat und wo du gleich erkennst, okay, das ist der und der Anbieter. Dass das dann auch noch mehr Arbeit bedeutet, weil man ja dann alles einrichten muss, das war mir zu dem Zeitpunkt auch schon klar. Aber ich habe mir wirklich einen guten Anbieter gesucht für das Template und
es war auch nicht preiswert, aber es hat sich allemal gelohnt, weil es einen Haufen Videos, Anleitungen, alles dazu gab. Und da wurde das ganz gut erklärt und somit habe ich wirklich als absolut keine Ahnung, was ich da mache, Anfänger das hinbekommen, dass dieser Shop jetzt so aussieht, wie er aussieht. Also muss ich schon sagen, bin ich stolz. Weil ich hätte das ehrlich gesagt ohne den Anleitungen hätte ich das auch nicht gemacht. Also, und ich habe mich dann natürlich vorher erkundigt und wusste, okay, der Anbieter hat sehr gute Anleitungen und der steht auch mit Rat und Tat zur Hilfe. So war es auch. Zwischendurch hatte ich mal eine Frage gehabt, weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe. Und dann dem geschrieben und da hat er mir ruckzuck, also wirklich innerhalb von ein paar Stunden, habe ich dann eine Antwort bekommen. Und da war ich sehr erstaunt. Also wenn es hier immer zwischendurch raschelt, das tut mir leid, aber ich will das Papier auch nicht wegmachen, weil ich dann in Klebefläche drin klebe. Klar, du siehst ja nicht, was da von der Arbeit drin steckt. Ne? Also ich meine, ich kann dir das jetzt hier erzählen und wenn ich das erzähle, ist da immer leicht erstmal nur noch 20-30%, was ich dir vorstellen kann. Aber ja auch viel im Hintergrund passiert ist, was du so erstmal gar nicht gesehen hast. Ja, das ist... Manche Einstellungen habe ich dann auch später erst. Also ich habe mich wirklich bei dem, wo wir dann wussten, okay, der Shop ist jetzt online, also der könnte theoretisch online gehen, habe ich mich nur darauf konzentriert, dass die Produkte alle überarbeitet werden. Und ich habe auch allen gleich gesagt, also Stichtag ist der, ich glaube 27. hat man gemacht oder 28. Und bis zu dem Tag muss das fertig werden. Und da müssen wir jetzt uns alle anhalten und machen und tun und egal was passiert. Und egal, ob da Weihnachten ist oder nicht, für mich war es ganz gut, weil ich konnte mich damit echt verdammt gut ablenken. Sonst wäre das Weihnachten wahrscheinlich noch schlimmer geworden, wie es schlimm war. Also schlimm nicht in dem Sinne, dass die Familie da vollkommen außer Rand und Band war. Aber ich meine, du hast vielleicht mitbekommen, dass mein Vater gestorben ist vor Monaten. Und das war jetzt das erste Weihnachten und es war... Wie ist das erste Weihnachten? Na, dämlich, blöd. Gibt es gar kein Wort dafür. Und da war ich eben wirklich ganz froh, dass ich mich da habe ablenken können. Und dann eben gemacht. Und wirklich nur mich darauf konzentriert, dass die Produkte soweit, also relativ viele Produkte überarbeitet sind, wenn der Shop online geht. Ich habe es auch geschafft. Also ich habe wirklich geschafft, bis an dem Tag die meisten Produkte zu überarbeiten. Ich habe dann später, im späteren Verlauf, da noch weitergemacht und richtig fertig geworden bin ich erst vier Wochen, also ich glaube, es sind nur 22., 23., sowas hatte ich angefangen und vier Wochen, also Ende Januar, bin ich dann erst fertig geworden. Also ich habe dann teilweise noch mehr gefunden, was ich noch mal überarbeiten muss und so. Das habe ich eben dann alles noch gemacht, alles zu tun gab. Die Kunden sind sehr zufrieden mit dem Shop. Bis jetzt hat auch noch keiner gesagt, dass er sich nicht zurechtfindet. Also ich meine, das ist auch sowas, ne? Wenn da irgendwelche Probleme sind, einfach bei uns melden. Und wir versuchen zu helfen. Es ist natürlich immer schön, wenn dann auch eine genaue Fehlerbeschreibung mitgeschickt wird, weil, naja, ich kann mich nicht einloggen, ist ein weit dehnbarer Begriff. Ich kann mich nicht einloggen kann bedeuten, du hast noch nie ein Konto bei uns gehabt, du weißt deine E-Mail-Adresse nicht mehr, du weißt dein Passwort nicht mehr, du findest den Button nicht zum Anmelden, also das ist wirklich viel. Da kann viel die Ursache sein und deswegen immer eine genaue Fehlermeldung mitschicken und dann kriegen wir das hin. Also ein paar haben da schon nachgefragt, ja wegen Passwort, das war glaube ich die meiste Frage, die da kam, wegen das Passwort. Und wenn du schon bei uns Kunde bist, dann musst du jetzt in dem Shop ein neues Passwort anfordern und dann kannst du dich auch mit deinen alten Daten wieder einloggen. Aber eben, es muss ein neues Passwort angefordert werden, weil die Passwörter, das haben wir nicht übertragen, das ging auch gar nicht, das ist auch rechtlich gar nicht machbar. Also, das ist es. Und den Newsletter kannst du jetzt bei uns abonnieren. Also, den Newsletter hatten wir vorher schon, aber eben Asche auf mein Haupt, da ist nie einer geschickt worden. Oder selten mal geschickt worden.
weil das echt bei dem alten Shop so extrem anstrengend war. Das ändert sich jetzt. Im Gegenteil, wenn du dich für Newsletter abonnierst, dann erfährst du auch als erstes, wenn neue Produkte sind. Also ich mache das dann jedes Mal so, dass ich den Newsletter zuerst an alle Newsletter-Abonnenten rausschicke und dann eben bei Instagram, Facebook und den ganzen bekannten Kanälen, na gut, es ist ja mehr nicht mehr als Instagram und Facebook, die neuen Produkte veröffentlicht werden. Also veröffentlicht werden sie im Shop, aber die Werbung kommt dann in den anderen Kanälen später erst. Je nachdem, wie viel Zeit zwischendrin ist, es kann natürlich mal sein, dass es bloß mal 1-2 Stunden sind, aber es kann auch mal sein, dass es mal ein Tag ist. Das kommt immer, oder naja, ein Tag nicht, weil mal, die Produkte müssen ja auch verkauft werden oder sollen ja verkauft werden, aber sagen wir, ein paar Stunden liegen da schon dazwischen. Und gerade wenn man immer dann solche neuen Sachen wie von Lawform kriegen, wo sie sich da fast immer prügeln, ist das natürlich schon ganz praktisch, wenn du dann zuerst weißt, okay, das Lawform Release kommt dann und dann online. So, Shop läuft. Gestern habe ich noch, oder eigentlich schon die letzten Tage, habe ich noch versucht, Instagram Shopping und Google Shopping zu aktivieren. Ja, ich habe das auch schon jetzt in dem einen Kartenvideo erzählt. Ja, so mäßig erfolgreich. Google sagt mir eine Fehlermeldung, die aber überhaupt nichts aussagt, weil die Fehlermeldung, die Google sagt, die Fehlermeldung an sich so kann nicht mehr sein, weil es das schon lange nicht mehr gibt. Das sagt immer HTTP und HTTP gibt es nicht mehr. Also ist das wirklich eine coole Fehlermeldung. Da kann man echt verdammt viel damit anfangen. Also ich habe dann gestern und eigentlich schon am Wochenende immer probiert, geändert, gemacht. Und dann ist es so, du musst dann wirklich Geduld haben. Du machst die Änderung und dann dauert das eine ganze Weile. Also ich meine, bei Facebook geht es immer noch relativ schnell. Das sind es bloß ein paar Stunden. Aber bei Google, das dauert eben wirklich bis zu 24 Stunden. Und wenn man dann zwischendurch denkt, das ist mir ja auch passiert, zu ungeduldig gewesen, wieder eine Änderung gemacht, ne, dann gehen die 24 Stunden natürlich immer wieder von vorne los. Jetzt habe ich das gestern Abend bei Facebook noch gemacht. Das ging dann auch zumindest mit einem Teil. Also du siehst jetzt schon mal die Lawform-Produkte. Die anderen sind noch erfolgreich versteckt. Ich weiß auch nicht warum. Das ist wieder mal so ein Ding, was, da findet man auch nichts drüber. Also ich meine, Facebook, ich hätte jetzt was Facebook gesagt. Facebook hat immer eine riesen Hilfe. Datei, also wirklich riesig, aber im Endeffekt, naja, die Infos, die man braucht, findet man da nicht. Also die ist mehr so allgemein gehalten, ja, wenn du das einstellen willst, musst du das und das machen. Okay, dann machst du das, ja, aber dann ist immer noch so, dadurch, dass sie ja verschiedene Seiten haben, also ich meine für dich, du hast nur eine Seite, wenn du privat bist, aber als Unternehmen hast du verschiedene Seiten und da hast du zur Werbung und da hast du sie dies und sie jen und alles, was du bei Facebook machst, hat eine eigene Seite. Und manches tust du zentral auf deiner, sagen wir mal, jetzt Hauptseite einstellen und dann hast du das eben überall. Und manches musst du eben auf deiner Hauptseite und auf die ganzen anderen Unterseiten noch einstellen. Und das ist ein Punkt, das ist nicht beschrieben. Also das kannst du eigentlich auch nur durch probieren und suchen und machen und hoffen, dass du irgendwas bei Google findest, dass mal irgendjemand auch das Problem hatte. Da habe ich zum Beispiel gestern gesucht. Wir hatten ja den alten Shop, ne, den mit bastelshop.many. Und der war zum Beispiel noch bei Facebook mit verlinkt. Ja, und ich gedacht, okay, die Webseite haben wir schon vor ein paar Wochen überprüfen lassen von Google, war auch alles in Ordnung und ist auch genehmigt worden. Und da habe ich mir so gedacht, na gut, dann geht das ja. Und ich dann gestern geguckt und ist bei Instagram in meinem Profil, war immer noch der alte Shop verlinkt. Und ich habe im Profil den neuen Shop verlinkt, ich habe bei Facebook den neuen Shop verlinkt, ich habe wirklich überall den neuen Shop verlinkt. Und es wurde nur der alte angezeigt. Denke ich so, was ist denn das, warum? Und ich da auch gesucht, ja, da musste dein Unternehmen überprüfen lassen. Ja, war so die Hilfefunktion. Ja, das habe ich schon vor Wochen machen lassen, daran kann es nicht liegen. Und ich dann auch wirklich weitergeguckt, nichts gefunden. Und dann habe ich es irgendwann gefunden, ich muss das Konto, das Werbekonto, also ich muss demjenigen erlauben, dass er den Shop sieht.
Ich bin der Admin. Ist doch klar, dass ich den Shop sehen will. Also ich meine, den Shop hat man ja auch gesehen, aber ich konnte eben nicht die neue Webseite hinzufügen. Und ich meine, darum geht's ja, dass eben die neue Seite auch dort mit verlinkt ist. Macht's keinen großen Unterschied, weil die... Das hat nichts damit zu tun, dass der neue Shop jetzt bei Google oder so gefunden wird, sondern das ist nur... Ja... So ein internes Ding, sag ich mal, bei Facebook. Und mich hat das schon echt genervt. So, da habe ich das dann eingestellt. Da habe ich jetzt gesehen, okay, ich sehe den Shop jetzt auch bei... Oder ich kann den... Ich habe den... Der Shop... Nee, anders, den Shop hatte ich vorher schon gesehen. Aber ich konnte ihn eben nicht zu meinem Profil hinzufügen. Das geht jetzt. Und ich habe da auch schon Facebook mal geschrieben. Also ich hatte mal ein anderes Problem gehabt, habe ich mal geschrieben. Ich ja mal irgendwann... geheiratet habe und da wollte ich meinen Namen ändern, dann war das genauso und hackekack. Da hast du Seiten, wo du diese Namensänderung machen musst und dann musst du zusätzlich noch dich an Facebook wenden, dass die das bestätigen, dass du das jetzt bist. Also dann musst du deine Unterlagen einreichen und ich denke, also geht es noch ein bisschen komplizierter. Nee, und da war das auch so, dass ich da versucht habe, meinen Namen zu ändern und dann für jede Seite die Gurk eingestellt und es war und meine Namensänderung ist nicht. Ist nicht akzeptiert worden, also wo ich dann auch gedacht habe, was soll das? Bitte Facebook, macht das nicht so kompliziert. Vielleicht bin ich auch nur Apple geschädigt, so, also egal wie. Ich werde mein Bestes tun, dass ich das noch hinbekomme, und zwar dieses Jahr noch. Also bei Google wird man echt... Google und Facebook, da wird richtig Geduld gefordert. Das ist ja was für mich, ne? Also ich bin ja wirklich so extrem geduldig und ich kann mich da ja auch wirklich entspannen und zugucken und abwarten, wenn ich jetzt irgendein Projekt habe. Nein, kann ich nicht. Also das ist wie mit dem Shop. Wenn ich so weiß, okay, das muss jetzt gemacht werden, dann ziehe ich das durch. Und das ist da genauso. Also ich will jetzt, dass dieser Shop bei Google und Instagram bzw. Facebook online ist. Und da ziehe ich das durch. Also da gibt es für mich eigentlich kein Halten mehr. Und zum Glück habe ich einen Mann, der da wirklich sich auch mit A, mit kümmert und B, auch mir den Rücken frei hält. Aber es ist echt ein bisschen nervig. Ich werde jetzt die 8 hier heute nicht fertig machen. Ich muss ein bisschen was anderes machen. Es ist ja schon wieder spät. Man, du siehst das nicht, dass es schon wieder spät ist. Also draußen ist es noch hell, aber ich meine, es bleibt ja jetzt länger hell. Aber ich habe heute ist, glaube ich, Dienstag und Dienstag schreibe ich eigentlich immer einen Beitrag oder meistens einen Beitrag, bis auf die letzten Wochen habe ich das auch nicht mehr geschafft für meine Homepage. Mal gucken, ob ich das heute noch mache, weil theoretisch habe ich noch Bilder zu bearbeiten und noch was einzustellen, was wir jetzt im Shop haben. Also wir haben es schon eine ganze Weile hier. Das ist irgend sowas. Ich immer wieder dran gedacht, okay, du musst das machen, du musst das fotografieren, du musst die Bilder einstellen. Und dann wieder ein anderes Projekt gehabt. Das ist dann wirklich so das Gegensatz bei mir. Also wenn ich es da nicht gleich mache, dann vergesse ich es. Dann hatte ich das Produkt mit hochgenommen, wo ich eben filme. Da habe ich gedacht, okay, dann wenn es oben erstmal, wenn es bei mir erstmal liegt, dann wirst du das Bild ja schneller machen. Oder die Bilder mit dem Produkt. Also es sind Magnete. Ich habe damit schon ein Album gemacht. Und ich glaube sogar zwei Alben. Aber die habe ich natürlich auch noch nicht veröffentlichen können, weil ich ja die Magnete noch nicht fotografiert habe. Das habe ich dann heute endlich mal geschafft. Das sind drei verschiedene. Ein selbstklebender, relativ dünn, für Karten oder Alben. Und zwei, also ein großes, ein rundes und ein eckiges. Das eckige ist ganz gut für das Stamp-Plattform. Das hat echt... eine super Haltkraft. Da habe ich auch mir vorher
das Produkt getestet. Also ich habe dann einen Händler gefragt, ob ich irgendjemand was zuschicken kann. Weil, sag mal, ist die, wenn man jetzt das Stempel, dann sollen die schon, die Magnete schon verdammt gut sein. Ist natürlich bei Magneten immer so, die sollen nach Möglichkeit nicht zusammenrauschen, weil dann gehen sie irgendwann kaputt. Bei so einer Stempelhilfe kann man das ganz gut machen. Dann nimmt man mit Washi-Tape, wollte ich eigentlich auch erzählen, wenn man jetzt zwei mit Washi-Tape zusammen macht, dann ist die Klebekraft nur mal ganz so extrem und man umgeht eben, dass die Magnete zusammenknallen, weil sie ja schon zusammen sind. Und warum ich da zwei kleinere und nicht eine Größe genommen habe, ein großes genommen habe, weil man ja manchmal auch so kleine Dinge hat, die man stempeln möchte und eben dann so ein Riesenmagnet mehr oder weniger im Weg ist. Das ist meine Erfahrung. Ob das andere auch so sehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt die Magnete mal noch im Shop stellen. Ich hoffe noch diese Woche. Denn ich muss ja das Bild noch, die Fotos noch bearbeiten und alles. Mal gucken. Und das generell muss ich noch ein paar Fotos bearbeiten. Ich habe heute wieder Video gedreht. Na gut, wahrscheinlich ist das Video dann schon online, bevor das online kommt. Aber egal, da habe ich auch schon Bilder dazu gemacht. Einen kleinen Reel noch gedreht mit meinem neuen Stativ. Das ist ganz cool. Allerdings habe ich für das Stativ wieder mein Filmset umgebaut. Ich wollte es erst anders befestigen. Ich wollte es erst da, wo die Kamera ist, mit dahinter befestigen. Aber das Stativ hat ja jetzt nicht so einen langen Ausleger. Und da wäre das natürlich etwas zu klein gewesen, also zu kurz. Und jetzt habe ich es an der Seite. Da habe ich natürlich, da wo vorher hatte ich da meine Schneidemaschine und meine ganze Werkzeuge stehen. Und die habe ich jetzt aufgeteilt. Das eine habe ich stehen lassen, das andere habe ich jetzt auf der anderen Seite gestellt. Und da muss ich natürlich erst wieder etwas den Schreibtisch umräumen. Also ich meine, der ist ja schon groß genug, ne? Aber irgendwie ist das wirklich so, er ist nie zu groß. Also die richtige Größe muss bei mir wahrscheinlich erst noch erfunden werden. Na gut, das ist natürlich auch alles eine Frage vom Raum, ne? Der Raum ist schon auch relativ groß. Und Schreibtisch ist, ja, mein Mann mir selber gebaut. Der ist so, dass man eben A noch durchgehen kann, aber B auch schon einiges draufstellen kann. Also ich habe da wirklich auch meine Maschinen und alles, dann meine Cricut, also zumindest eine. Da habe ich hier oben habe ich die Explore, die andere ist noch, die Maker ist unten. Vielleicht werde ich die auch mal austauschen. Ich mag den Maker mehr. Ich weiß auch nicht warum. Der sieht schon viel cooler aus. Und damit ich eben auch die Maschine nutzen kann und tue, weil das ist dann immer so das Problem, wenn das bei mir woanders steht, dann nutze ich das nicht. Und da habe ich die mit auf den Schreibtisch gestellt. Inklusive meiner Schreibmaschine, meine Overlock. Und damit ich eben, meine Coverlock hatte ich ganz am Anfang mit auf dem Tisch gehabt. Und damit ich, weil man eine Coverlock braucht man ja nicht so oft. Und damit ich eben mehr Platz zum Basteln habe, habe ich meine Coverlock jetzt auf meinen Schrank gestellt. Und wenn ich die mal brauche, dann kann ich die einfach nehmen. Also das ist ja meine Coverlock. Nutzt man jetzt wirklich nicht so oft. Da geht es eigentlich nur darum, wenn man irgendwelche schönen Nähte machen will. Oder Ziernähte. Dann nutzt man eine Coverlock. So, also ich habe jetzt wirklich den Tisch schon so oft umgeräumt. Eigentlich bei jedes Mal, wenn ich irgendwas mir gekauft habe an neuen Sachen, räume ich erstmal den Tisch um. Aber gut, ist nun mal so. Man muss eben erstmal alles zurecht rücken, sodass es einem auch sinnvoll erscheint. Das ganze Bild werde ich jetzt natürlich nicht fertig machen. Aber zumindest habe ich wieder ein paar Scheine gepaintet. Es wächst. Der Dino wird größer. Auch wenn der Dino alles kaputt macht. Trotzdem hat er verdient, dass er seine Steine kriegt. Und dann, wenn das fertig ist, habe ich bestimmt noch das ein oder andere Projekt, was ich anfangen kann, beziehungsweise beenden kann.
Weil wäre ja dann mal ganz praktisch, das Hochzeitsfoto zu beenden. Denn das ist ja auch noch angefangen. Da bin ich ungefähr bei der Hälfte. Da habe ich schon vor vielen Monaten angefangen. Also ich glaube, das ist schon 1-2 Jahre. Ich glaube, ich liege das schon. Also nee, ein Jahr reicht nicht mehr. Ein Jahr wäre ja letztes Jahr gewesen. Also es liegt schon. Das habe ich mir zu Weihnachten bestellt. Da habe ich mir zwei solche Hochzeitsbilder bestellt. Und das war Weihnachten. Und das war nicht Weihnachten letztes Jahr, sondern vielleicht Weihnachten das Jahr davor. Das ist jetzt ein Jahr her. Naja, ich denke mal eher 2 Jahre. Also egal wie, ich habe jetzt die 8 fertig. Zumindest bei dem Stück. Es kann sein, dass die noch irgendwo ist. Hier ist er nochmal. Aber das mache ich dann. Dann als nächstes mache ich lila und dann rot. Und dann geht's Richtung Ende. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Ich fülle die Dinger jetzt hier noch um. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!